Elektroindustrie meets Fridays for Future. Haben wir da vielleicht natürliche Verbündete und wir wissen es noch gar nicht. Und ich würde dir die erste Frage stellen. Du hast ja die Fridays for Future Ostalb gegründet, hier in Baden-Württemberg. Und du hast erneuerbare Energien studiert. Was war denn da die Intention von dir für beides? Ich komme ja ursprünglich aus Syrien, bin mit 11 nach Deutschland gekommen. Und als ich in Deutschland ankam, wusste ich natürlich überhaupt nichts von einer Klimakatastrophe. Ich wusste nicht mal, was die Weltkriege sind. Also es hatte einfach null Wissensstand. Und als ich dann in der Schule davon mitbekommen habe, dass es eine Klimakatastrophe gibt, dass wir jetzt unbedingt was tun müssen, damit wir überhaupt noch auf dieser Welt leben können in ein paar Jahren, hat es für mich einfach so Alarm geschlagen. Und ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und kam dann auch erstmal auf die Grüne Jugend und dann auf die Fridays for Future, als es dann entstanden ist in Berlin. Und habe mir direkt gedacht, okay, da muss jetzt was gemacht werden in Aalen oder im Ostalbkreis. Und habe dann die Fridays for Future gemeinsam mit so drei anderen gegründet. Nach einigen Demos, nach einigen Gesprächen mit PolitikerInnen und auch mit den Scientists for Future, habe ich dann realisiert, dass es vielleicht nicht nur das der richtige Weg ist, sondern dass ich es auch selber in die Hand greifen muss oder möchte. Und deswegen kam ich auch auf die Idee, erneuerbare Energien in Stuttgart zu studieren, einfach weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt die Zukunft, die wir haben wollen, und dann muss ich auch ein Teil davon sein, wenn ich das überhaupt realisiert haben möchte. Und du hast das Studium schon abgeschlossen? Nee, abgebrochen. Und warum? Ja, es war nicht so wirklich das, was ich erwartet habe. Also nicht im Allgemeinen, sondern wirklich so in den Einzelheiten. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass es vielleicht ein Studiengang ist, was irgendwie anders jetzt ist als die meisten Ingenieurwesen mit ein bisschen mehr Frauenanteil. War aber halt nicht der Fall. Wir waren ungefähr 5 Frauen im gesamten Studiengang, was für mich sehr schockierend war. Die meisten oder alle Professoren, nicht mal die meisten, es waren 100% alle Professoren männlich. Man hat irgendwie keine Vorbildsfunktion gesehen, keine Professorin, die vielleicht zu einem sagt, hey, du als Frau, du schaffst es durch, auch wenn alle um dich rum Männer sind. Und man hat auch keine Freundschaften im Studiengang halt knüpfen können. Man konnte halt irgendwie keine Lerngruppen oder so bilden, weil alle anderen einfach schon diese Vorurteile im Kopf hatten, Frauen können das nicht. Und dann war das halt für mich einfach so demotivierend, dass ich gesagt habe, okay, ich breche es lieber ab, bevor ich da jetzt weitermache. Okay, also Aya haben wir wieder verloren, aber Kerstin, dich glaube ich, du bist dabei geblieben. Ja, ich bin... Bei dir ähnlich desillusionierend, oder wie war dein Start in das Studium? Mein Start in das Studium war, ich würde sagen, das komplette Gegenteil zu Aya. Das tut mir sehr leid für dich. Ich habe Energie- und Umweltmanagement, das ist ein Wirtschaftsingenieur an der Hochschule Flensburg gewesen. Heute heißt er Energie- und Energiewissenschaften, so rum. Genau, und wir waren eine kleine Gruppe, ich würde sagen, wir waren ungefähr so 60 Studenten und Studentinnen. Und, oder vielleicht sogar 70, 80, am Anfang springen ja viele raus, aber wir waren auf jeden Fall 60% Frauen, und es war eine schöne Einheit. Es wurden auch zum Beginn, es gab verschiedene Erstsemesteraktionen, wo man dann halt unter anderem auch am Wochenende zusammen war, sich kennengelernt hat, zusammen gekocht hat, so kleine Solarautos gebaut hat. Das war, Lerngruppen finden war kein Problem, also es war... Warum hast du denn eigentlich das Studium ergriffen? Als ich mich für ein Studium entschieden habe, gab es Fridays for Future noch nicht. Klimawandel und Energiewende waren auch ein Thema. Ich habe mich lange damit auseinandergesetzt. Ich wollte halt etwas machen, wo ich dann nach
30, 40 Berufsjahren sagen kann, ja, ich habe was Positives beigetragen für die Gesellschaft und was Sinnstiftendes getan und bin dann zu Energie- und Umweltmanagement gekommen, mein Bachelor. Habe mich dann, meinen Narren gefressen an der Elektrotechnik und bin dann an die TU Braunschweig gewechselt und habe da nachhaltige Energietechnik mit physikalischer Vertiefung studiert, also meinen Master gemacht.